eben die Fragen der Zukunft zu verstehen, zu wissen, wo entwickelt sich eine Gesellschaft hin, um Lösungen zu suchen, wie man eben die Probleme der Zeit angehen kann. Findet wieder in Frankfurt statt und zeigt natürlich viele Innovationen im Bereich Auto. Aber Mercedes hat sich wieder dieses Jahr für eine Variante entschieden, wo es zwar auch um Innovationen und auch um Nachhaltigkeit geht, aber eigentlich relativ wenig um Autos. Hier bei der MI-Convention geht es nämlich um ganz andere Themen. Warum entscheidet man sich denn als Automobilhersteller mitten auf so einer Automesse plötzlich das Thema Auto eigentlich auszuklammern? Ich glaube, das Thema Auto ist bei uns ehrlicherweise nicht komplett ausgeklammert. Es geht für uns um gesellschaftliche Fragen der Zukunft. Und das ist für uns besonders wichtig, den Dialog zu führen, weil wir können ja nur dann auch als Mobilitätsanbieter relevante Lösungen anbieten, wenn wir die Probleme der Gesellschaft in der Zukunft erkennen. Und das hat uns dazu gebracht, hier auch mit der South by Southwest entsprechend zu kooperieren und die MI-Convention wieder nach Frankfurt zu bringen. Wir hatten ja das erste Konzept in 2017 umgesetzt und da ging es uns im Wesentlichen darum, wie heute auch eben die Fragen der Zukunft zu verstehen, zu wissen, wo entwickelt sich eine Gesellschaft hin und dann jetzt hier bei der 2019er MI-Convention auch wirklich Lösungen zu erarbeiten in vielen Workshops. Das ist das Element, was wir dieses Jahr stärker mit dazu genommen haben, eben um genau das Enablen, um Lösungen zu suchen, wie man eben die Probleme der Zeit angehen kann, um das zu bearbeiten. Wie ist denn so die Erfahrung jetzt aus dem letzten Mal, ist ja schon 2 Jährchen her, im Vergleich jetzt zu diesem Jahr, abgesehen von den Workshops, hat sich da noch was verändert? Kommt es besser, kommt es schlechter an? Gibt es neue Themen, die jetzt irgendwie so im Fokus stehen oder ist es relativ gleichförmig in der Entwicklung gewesen? Ich glaube, die Ergebnisse für dieses Jahr können wir erst beurteilen, wenn die Veranstaltung vorbei ist. Wir wissen, was wir mit den Ergebnissen 2017 gemacht haben. Die haben uns im Wesentlichen auch zu unserem klassischen Messeauftritt entsprechend bewegt und inspiriert. Wir haben viele der Erkenntnisse genutzt und die in der Mercedes-Benz Experience hier in der Festhalle entsprechend umgesetzt und kommen deshalb auch über Erlebniswelten und erklären anhand dessen, wie eine Zukunft mit Mercedes-Benz ausschauen kann. Da haben wir viele, viele der Learnings mitgenommen. Jetzt ist es ja schon so, dass die Automessen an sich und vor allem auch dieses Jahr ganz deutlich sichtbar die IAA ein bisschen an Attraktivität verloren hat. Es sind weniger Besucher bis jetzt da, es sind auch weniger Aussteller. Was muss man denn tun, um Menschen wieder so zu mobilisieren, dass sie, ich sag mal, vielleicht aus dem Digitalen rausgehen und ins Analoge rein und sagen, Mensch, da nehme ich doch auch mal eine Fahrt auf mich und komme hierher. Was muss man tun, um es wieder attraktiv zu machen? Ich glaube, genau das versuchen wir hier. Ich denke, wenn man durch unseren Messeauftritt vom Forum, wo wir vom Smart bis zum Mercedes-Maybach alle Baureihen von Mercedes-Benz präsentieren, haben wir genügend Produkt auch noch für die klassischen IAA-Besucher. Und das, was wir in der Festhalle erleben, mit der Experience, mit den Themenräumen, mit dem großen Bild der Zukunft, ist aus unserer Sicht der Weg, den wir gehen müssen, um hier entsprechend attraktiv für neue Zielgruppen zu bleiben und zu werden. Gestern war ja auch Ola auf der Bühne und hat sich als CEO auch nochmal hier für dieses Thema stark gemacht, für die MI-Convention und war da auch mit Robert Habeck auf der Bühne und da wurde ganz viel diskutiert, natürlich auch über Elektromobilität. Auch hier immer wieder, wenn es dann doch mal um das Thema Zukunft und Mobilität geht, ist natürlich E-Mobilität ein großes Stichwort. Interessanterweise interessieren sich von den Zuschauern gerade mal 16% für E-Mobilität. Was heißt das denn jetzt für die Kommunikation? Soll man da mehr machen, damit die noch mehr Zugang bekommen oder ist es eher so, dass man sagt, naja, vielleicht muss man gucken, wie man das Thema ganz anders angeht, gerade in der Kommunikation? Ich glaube, den Weg haben wir hier in der Kommunikation gezeigt. Das ist auch genau der Grund, warum sich Ola Källenius mit Robert Habeck entsprechend hier der Diskussion gestellt hat. Und da war ja das Thema Elektromobilität
vorrangiges Thema. Und ich glaube, auch wenn man durch die Festhalle geht, sieht man, dass genau die Themen zukunftsbestimmend sind. Und da ist am besten Gang durch die Ausstellung die Antwort auf das Thema. Also erleben und kritisch auseinandersetzen, so als Antwort. Es ist erleben, die Zukunft erleben, die Technologie erleben, diese erklärt zu bekommen. Ich glaube, das ist einfach eine größere Aufgabe, als einfach Autos auszustellen, sondern man muss schon die Systeme, je mehr Software, je mehr Digitalität wir in die Autos bekommen, desto mehr ist es erklärungsbedürftig und desto mehr muss ich Erlebnis den Kunden bieten, damit sie das auch entsprechend verstehen. Ist das sowas, was auch mit Zeit zusammenhängt? Ich kenne so Messen, man rennt immer so drüber, oder ist das sowas, wo man sagt, okay, nee, man sieht schon und kann es beobachten, die Leute nehmen sich Zeit und wollen es wirklich auch rausfinden, weil die schon Interesse haben, aber vielleicht sogar so ein bisschen noch verhalten sind, was gerade jetzt E-Mobilität und neue Technologien angeht. In dem Moment ist das Erleben, glaube ich, so der Kern des Ganzen, weil wie soll ich es anders? Die Fahrzeuge sehen, Hybride sehen ähnlich aus wie klassische Verbrennerfahrzeuge. Deshalb ist eben genau das Erleben, das verständlich machen, dass ich durch Ladevorgänge meine Zeit effizienter nutzen kann und anders nutzen kann, als ich es vielleicht bisher mache. Und deshalb ist es einfach das klare Erleben, was hier im Vordergrund steht. Erleben. Jetzt sind wir hier so ein bisschen abgeschottet sozusagen von den Besuchern, die am Samstag kommen. Das ist ja sich für jeden aufgemacht hier und auch so ein bisschen abseits. Ist es so gewollt, dass das getrennt ist, oder wird das in Zukunft auch wieder, weil ich weiß noch, letztes Mal war es so, dass Samstag, Sonntag auch die Convention hier war und dann quasi zugänglich für mehr Leute waren. Ist das wieder geplant oder war das jetzt absichtlich mal ein anderer Versuch? Ich glaube, letztes Mal war es ähnlich, es war sichtbarer, aber es war nicht in der Form getrennt. Wir hatten letztes Jahr genauso die Gäste, weil wir glauben auch, dass es hier eine Fokussierung geben muss, dass der Gast auch die Zeit mitbringen muss, sich diesen Themen zu widmen und nicht gestört sein darf von einem Publikumsverkehr. Und deshalb ist für uns diese Plattform jetzt dieses Jahr gut. Die Plattform kann aber auch, wie wir letztes Jahr gezeigt haben, an jeder anderen Stätte entsprechend funktionieren, weil für uns geht es einfach nur darum, den relevanten, für uns relevanten und für die Gesellschaft relevanten oder die Besucher relevanten Themen entsprechend zu diskutieren und unsere Learnings auch daraus zu ziehen. Was hat denn jetzt die MI-Convention auch, ich sag mal, es heißt so gerne schön Walk the Talk, was hat denn die MI-Convention gemacht, um das Thema Innovation und aber auch Nachhaltigkeit auch, ich sag mal, allein im Aufbau, im Design schon zu präsentieren? Ich glaube, das sieht man, wenn man hier einen Blick schweifen lässt. Wir sind hier weit weg von jeder Corporate CD, sondern einfach wirklich fokussieren auf den Inhalt und haben auch unsere Themen entsprechend darauf ausgerichtet, sodass das ganze Thema Nachhaltigkeit sich eigentlich durch alle vier Themenfelder entsprechend webt. Also auch so, was jetzt Getränke, Essen und Co. angeht, wird da auch drauf geachtet oder fällt das dann schon raus? Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung mittlerweile, dass wir hier eben nicht auf Plastik oder sonstige Dinge setzen, sondern dass alles, was eingesetzt ist, wiederverwertbar ist und natürlich in dem Moment auch auf Papier, Flyer, sonstige Dinge weitestgehend verzichtet wird, nachdem wir ja eh alle hier digital entsprechend vernetzt sind. Digital ist auch noch ein gutes Stichwort zum Schluss. Digital ist ja auch immer gleich global, weil es kann ja theoretisch jeder drauf zugreifen. Jetzt ist aber Frankfurt doch irgendwie schon noch ein bisschen ein lokaleres Thema. Wie kann man denn diese beiden Themen verknüpfen? Mercedes-Benz ist ja die erfolgreichste Social-Media-Marke im Bereich Automotive. Wie kriegt man das denn hin, dass man immer irgendwie diesen Sprung schafft, von lokal zu global und von analog zu digital? Ich glaube, für uns bei diesen physischen Plattformen ist das Zusammenspiel für die Zukunft ganz entscheidend. Ich habe natürlich wesentlich weniger physische Begegnungen und wesentlich mehr digitale Kontakte. Und hier ist es besonders, dass eben die physischen Begegnungen mehr als in der Vergangenheit an Gewichtung gewinnen. Deshalb ist natürlich das physische Erlebnis umso wichtiger. Und ich glaube, es geht nur im Zweiklang. Deshalb haben wir Produkte wie diese, die wir dann auch entsprechend digital in die Verbreitung bringen und eher in einem Plattformgedanken sehen und nicht als solitäre Events, die jährlich wiederkehren. Dann bin ich mal gespannt auf die MI-Convention 2021 und sage bis dahin schon mal vielen, vielen Dank und viel Spaß beim Auswerten der Ergebnisse. Super, Dankeschön. Danke.